Das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Oh shit. Oh shit. Ich sollte jetzt abhauen. Anklopfen. Gut gemacht, Blazkowicz. Komm! Alle sind versammelt. Einfach so. Mein Leben. Alles Wissen. Alle Gefühle. Alle Erlebnisse. Alles weg. Mit einem Mal. Wie Wasser. Wie nie gewesen. Liebling, nimm dir so viel Zeit wie nötig, aber geh irgendwann bitte zu Seth in die Werkstatt und lass dich untersuchen. Ich mach mir Sorgen um dich. Und ich ess besser was, bevor ich umkippe. Seth, er weiß es so sicher wie ich. Mich kann man nicht heilen. So, dann besuchen wir mal hier. Also, Max. Es wird Zeit. Maxas! Hey, Max, guck nicht so. Ich weiß, du magst Rosa. Aber so ist es. Max liebt seine Wachsmalstifte. BJ, Anja, Max. Ein schönes Zuhause für uns, Carolina. Sie lagen immer richtig. Kantine, Helm? Was ist Helm? Helm? Oh. Null Mi... Okay. Kinder, 5 und eine Tüch. Caroline ist ja nicht mehr da. Das heißt, wir können da ja jetzt was machen. Alles Wissen. Alle Gefühle. Alles weg. Wie nie gewesen. So, ach hier. Nein, 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 nein! Nein, nein! Was zur Hölle ist das da? Tja, was das ist, Riese, was das ist der Körper eines Totenkopfaffen und der Kopf meiner geliebten Siamkatze Shoshana. Schauen Sie. Warum? Der Riese wird dir nichts tun, er ist ein guter Junge. Ich habe Shoshana beim Rattenjagen im Reaktorraum gefunden, als wir das U-Boot eroberten. Ein paar Monate später lag sie mit Darmkrebs im Sterben, als ich diesen praktisch hirntoten Affen fand, der auf einer Sprengkapsel rumkaute. Tun Sie mir einen Gefallen, Herr Blazkowicz. Nehmen Sie die Axt runter. Sie machen mich nervös. Das ist nicht nur mein Lieblingstier, sondern wahrscheinlich auch meine bedeutendste wissenschaftliche Leistung. Ja, du bist bedeutend. Hast du Hunger? Hier, ein Fisch. Also, für eine speziesübergreifende Kopftransplantation muss man A, die Wirbelsäulen verbinden, sie ist okay. B, vollkommen unterschiedliche Biosysteme in Einklang bringen, Atemwege und Blutkreislauf. Okay, verstanden. Sparen Sie sich das Wissenschaftsblabla.
Was tue ich hier? Quake wie eine Ente. Sie hatten einen langen Tag und es tut mir leid. Mal sehen. Brauchen Sie ein Schlafmittel, Junge? Nein. Nein, ich brauche nur eine Aufgabe. Ablenkung. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Jeder trauert auf seine Weise. Aber ich habe die perfekte Ablenkung für Sie. Vor ein paar Tagen bat Anya mich, eine Schießanlage für die Kämpfe an Bord zu bauen. Sie ist fast fertig, aber ich habe mit einer alten Drohne für Zielübungen experimentiert, als dieses verdammte Ding plötzlich total durchgedreht ist und dachte, es könnte einen auf Heiler machen. Also habe ich es da eingesperrt. Könnten Sie vielleicht da reingehen und es zerstören? Und probieren Sie auch die Schießanlage aus. Mal sehen, wie sie Ihnen gefällt. Berichten Sie mir später davon, okay? Okay, ich schaue es mir an. Das weiß ich sehr zu schätzen. Sicher doch. Wo längst? Karte. Ach da. Hinter mir links oder rechts. Doch nicht. Hier wieder rein. Ammo Depot Shooting Range. Hallo. Etwas vorsichtiger sein. Ja, das muss er. Das muss er auf jeden Fall. Guten Tag. Guten Tag. Hey. Da sind Sie ja, Riese. Wie war meine Schießanlage? Ah, gut gemacht, Junge. Sie haben es einfach drauf. Herr Blaskowitsch. Ihre Frau Anya? Sie hat nach Ihnen gesucht. Oh, ja. Anya hat Carolines Notizen über die amerikanische Widerstandszelle in New York gefunden. Sie ist in Carolines Zimmer. Da werde ich mal loslaufen. Hier. Oh, William. Sie immer noch hier riechen. Ja. Ich habe Carolines Notizen über die amerikanische Widerstandszelle in New York gefunden. Ich kenne ihren Aufenthaltsort. Kannst du für mich mal nach Fergus sehen? Er ist nach der Operation wieder auf den Beinen und sollte mir Nitroglycerin aus dem Munitionslager holen. Ist aber noch nicht zurück. Such ihn dort, neben der Schießanlage. Wir müssen alle versammelt haben. Alles klar, Fergus? Wie geht's dem Arm? Bitte. Bitte helfen Sie mir. Was ist mit Ihrem Gesicht? Ich glaube, das Teil will mich umbringen, Blasco. Sind Sie schon mal friedlich eingeschlafen und brutal von Ihrer Armprothese geweckt worden, die Ihnen das Auge ausstechen wollte? Musste Sie ausschalten. Ist das normal? Was sagt Zed dazu? Irgendwas von Lernkurve und so einem Scheiß. Dass ich lernen muss, ihr zu vertrauen. Ich weiß nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, sie in nächster Zeit beim Pissen zu benutzen. Vielleicht ist es wie bei der Ausbildung eines Jagdhunds. Wenn sie Schwäche zeigen, schlägt sie zu. Zeigen Sie dem Ding, wo es lang geht. Gut, gut. Halten Sie sich bereit und greifen Sie ein, falls es so aussieht, dass ich gleich draufgehe. Also, dann mal los. Ja, genau so. Gut gemacht. Verdammt, du scheiß Verräter, aufhören! Sofort aufhören! Fick nochmal!
hab ich dich. Okay, alles in Ordnung. Ganz ruhig. Geht doch. So ist's gut. Ist denn alles in Ordnung, Commander? Oh ja. Ja, alles unter Kontrolle. Mir geht's gut. Okay. Zentrale in 5. Ich habe Carolines Notizen gelesen. Die New Yorker Widerstandsgruppe versteckt sich ganz oben auf dem State Building. Seth, ich schätze, in der großen Höhe ist die Strahlung auszuhalten? Auf jeden Fall. Gut. Wir können aber nicht einfach mit unseren Regimehubschraubern dorthin fliegen, sonst schießen sie uns ab. Können wir nicht Kontakt aufnehmen, damit sie wissen, dass wir in Frieden kommen? Ich habe nachgesehen, aber in Carolines Notizen nichts darüber gefunden, wie man sie kontaktiert. Verdammt. Dann müssen wir ihnen wohl zu Fuß begegnen. Uns persönlich vorstellen. Zu Fuß? Die Stadt ist noch vom Niederschlag durch die Atombombe des Regimes verseucht. Ich meine, die Strahlung wird ohne Schutzanzug tödlich sein. Ja, Anja, gut. Toll. Hier. Alle gucken. Diese Rüstung schützt vor Radioaktivität. Packen Sie es an, Blasco. Oder sind Sie zu schwach und nutzlos geworden? Ich wollte schon immer zum Big Apple. Wunderbar. Bombarde, bringen Sie ihn hin. Kein Problem, Wing Commander. Kann ich behilflich sein? Ich weiß nicht. Können Sie? 5 Grad Backbord und dann weiter, da geradeaus. Sie haben's drauf, Mädel. Hey, Großer. Pass auf die Krokodile auf. Krokodile? Krabbeln unter New York nicht lauter Krokodile rum? Keine Ahnung. Ich bin aus Texas. Großer Gott. Geil. Männer, Frauen, Kinder. Ihr schreit nicht mehr. Aber ich höre euch dennoch. Okay. Oh, ich muss gedrückt halten. Okay. So. Dann mal gucken. Gehen Sie durch die ausgebombte Stadt zum State Building. Je schneller, desto besser. Fergus, Ende. Oh, hier sind die Signale. Ja, die Stadt wäre ausgemetzt. Okay. Alle Anzeichen verdächtiger Aktivität. Jawohl! War ja klar, dass ich wieder nichts schieben muss. Hör auf zu jammern. Du bist nicht der Einzige. Genieß lieber die Ruhe. Es ist zu gut. Hier ist seit Jahren tote Hose. Was soll denn diese Einöde? Hier übernimmt doch nichts. Könnte doch eine Übung sein. Diese neue Maschine zu sehen, die Zitadelle. Vielleicht ein Test. Nein. Bloß vorsichtig sein, Bash-Bitch. Ist das eine Tasche? Nee. Das ist Rüstung.
Okay, ich folge mal dem Licht hier. Das sieht wie eine Sackgasse aus. So, guckst du gerade zu mir? Ja, guckst du. Kannst du mal kurz weggucken? Danke. Weggucken. Hallo. Weggucken. Als ob der Typ über seinem Strahlenschutzanzug seine Rex-Uniform anhat. Wer? Wow. Wow, wow, wow. Nicht so, mein Freund. Wow. Weg. Ja. Wie komme ich da hin? Maybe here? No. Oder hier, Alex. No. Huh? No. Ich gehe mal den Weg hier. Yeah.
Ich laufe weiter. Hier auch nicht, okay. Sollte meine Waffen mal. Nehmen wir mal die. Nein. Wäre ich doch dabei. Alles war noch ein Moment. So. Wo bin ich denn jetzt? Ich glaube, ich bin weitergekommen. Könntet ihr mir sagen, wo euer Tür ist? Ah, du hast das. Ach, das so. Langer Weg zum State Building. Carolina, erleuchten Sie mir den Weg? Oh shit. Oh shit.
alle. Okay. Okay, links oder rechts? Ich gebe links. Oder Mitte. Nicht umdrehen. Nicht umdrehen. Mein Gott! Mein Herz! Verdammt! Hätte auf Bambate hören sollen. Mein Herz. Kann ich mein Tomahawk wieder... Nein, natürlich nicht. Ach doch. Tomahawk. Immer leise sein. Mal sehen, ob die schon in Wachstellung sind. Er hat ja ein paar Schüsse abgegeben. So, ganz vorsichtig jetzt. Nicht, dass dieser Typ wieder kommt mit den, was weiß ich für Waffen. Das waren nicht diese Laserwaffen. So, machen wir weiter hier. Irgendwie muss man diesen alten Zug doch in Gang kriegen. Verbesserungskit. Nimm ein Nagelgewehr. Suchen wir die Steuerung und schauen, ob er läuft. Nee. Da ist er. Andocken! Verlasse die Tunnel. Okay.
Wie kann ich die Tunnel jetzt verlassen? Wenn du auf der Fifth Avenue bist, muss das State Building ganz nah sein.